we have motorcycles, we can go all over. Lviv. Man, somewhere out there, the best days of our youth are ahead of us. Er denkt die ganze Zeit nur an die Mädels. Yeah, fix, fix, er denkt die ganze Zeit nur an die Mädels. Okay, passt. Gut zu wissen. Also heute ist noch relativ viel los. Sehr, sehr viel los. Mhm. Na geht doch. Na schau, na endlich. Sind wir mit dem Fuchs dann auch wenigstens ein bisschen weit oben. Sehr schön. Haben wir wenigstens endlich mal was geschafft. Keine Leute. Keiner will was von uns. Aha. Okay. Nur weil es regnet, oder wie? Mhm. Finde ich jetzt eigentlich arg. Normalerweise. Da ist der Punkt, da. Okay, es kann sein, weil es Mittwoch ist. Das kann, ja, das kann jetzt gut möglich sein, dadurch, dass es Mittwoch ist, dass wir halt da eher ein bisschen jetzt weniger was zu tun haben. Finde ich jetzt eigentlich arg. Da muss ich noch ein bisschen mehr Mut sammeln. Wie viel haben wir denn gehört, technisch? Oder wurscht? Dann schauen wir ganz kurz beim Fluss vorbei. Wenn wir jetzt 3000 hätten... Hätte ich wenigstens sagen können, dann hätte man wenigstens ein bisschen Mut sammeln können oder irgendwas in der Richtung, aber das ist wieder Arsch. Oder ich verkaufe wieder den einen oder anderen Ring. Den einen oder anderen Ring mal wieder mit Absicht verkaufen, Digga. Nur damit wir über die Runden kommen. Aber voll. Dann schauen wir mal in den Kaufhaus. Wer weiß, vielleicht trifft man dann nicht doch sogar den einen oder anderen Kandidaten. Das wäre cool. Ich lasse es sicherheitshalber mal. Ich würde gerne in den Fernseher eine hupfen, aber dadurch, dass wir jetzt schon mal quasi die Bestätigung vielleicht kriegen fürs nächste Opfer, lasse ich das einmal so stehen. Und hätte gesagt gehabt, gehen wir mal zum Fuchs. Ah, der ist wichtig. Der kann wichtig werden. Der kann jetzt definitiv noch wichtig werden. An Regentagen immer minus 20%. Ich habe gerade überlegt gehabt, ob wir Trockeneis brauchen. Also was ich nur interessant finde, weil ich glaube, es sind die, die was jetzt in Aktion sind, gell? Ja, mich würde aber jetzt aber nicht irgendwie einfallen, dass ich jetzt das oder das oder das jetzt gebrauchen könnte. Dementsprechend lasse ich es. Was hätte sein können für die ein oder andere Mission? Also Nebenmission quasi. Aber es dauert noch. Ich hätte mal gesagt, tun wir sicherheitshalber was verkaufen. Tun wir einfach sicherheitshalber was verkaufen, hätte ich gesagt. Ich hätte gerne den Vergleich gesehen gehabt mit der jeweiligen Ausrüstung, aber okay. Winddämpfer, sowas einfach. Einfach tun wir sowas verkaufen. Mit gewissen. Einfach, dass wir das unsere 2.000-3.000er zusammenkriegen. Einfach pleite, Digga. Muss die ganze Zeit immer Geld zusammenkratzen. Immer und immer wieder. Im Bankrott. Bin einfach pleite, Digga. Einfach für den Arsch. Kleine Spende, kleine Spende. Passt. Hauptsache, wir haben unsere 3.000 zusammen. Falls natürlich niemand was von uns will, beziehungsweise ein wichtiger Charakter. Sage ich jetzt einmal in dem Fall. Weil sonst wäre es mir ehrlich gesagt wichtig, ein bisschen Mut anzusammeln. Beziehungsweise ist halt aber auch wieder die Frage, ob der Fuchs, dass wir da wieder ein bisschen Zeit verlieren. Aber ich glaube nicht. Bei Fuchs glaube ich nicht. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen länger her. Dementsprechend.
Ruf mir. Und wenn wir sogar Zeit verlieren, draufgeschissen. Der Fuchs ist mir wichtiger. Ganz ehrlich, weil mit dem Fuchs, das wird dauern. Ist aber wohl lieb. Vielleicht ist er dann wenigstens ein bisschen billiger, der Haverer, dann später. Wurde der ist so teuer, der Haverer. Mit die ETP und SP. Das ist ein Witz, der Haverer. Dabei ist er noch unsympathisch in meinen Augen. Aber wohl lieb. Erinnert mich vorher an den Wolf? Na, Hund. Hund vom dritten Teil. Voll geil. Aber irgendwie schon, gell? Irgendwie wirkt das schon vom Designer wie so ein 31er. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wenigstens, gib mir wenigstens so 10% Rabatt oder 20%, ich nehme alles, weil, Alter, der Hammer ist so teuer. Alter, letztes Mal, Alter, im ersten Arc 30.000, gell. Schon sehr viel, was da verlangt wird. Nein, mehr ansatzweise habe ich damals so viel Zeit im dritten Teil. Nein, mehr ansatzweise. Ah. You're back. DVR? Hi there. You want some meal too? Fair warning, it's from the supermarket. Well, excuse me. It's delicious. I can't believe it was on sale. Sorry, but this guy eats instant noodles every day. That constant slurping got on my nerves, so I called him here. You don't have to bluff like that. You just wanted to eat dinner with a coworker, right? Don't be stupid. Senator. But Eel was a great choice. Nanako-chan loved it at least. I'd say she's eely proud of her daddy. Did my joke slip away? It is an eel after all. Just eat your dinner. Yep. Yes, sir. Is einfach, ja. Nanako-chan's such a good girl, though. She went straight to do her homework once her plate was clean. It's not every day you get to eat eel. You'd think she would have spent some more time savoring it. You think that because you slack off too much. You should follow her example. Naja, kocht, aber wie? What's the matter? A motorcycle? You mean a scooter? Oh, that's right. Kids your age can ride those. I don't know, though. Come on, don't be a spoil sport. It's no surprise he wants one out here. I understand how you feel, since I'm from the city myself. The trains don't run that often, and walking around everywhere is pretty inconvenient, isn't it? Sagen wir lieber, es nervt, weil sonst sagt er es recht nah. Right? It's criminal. You say that, but... That reminds me. I remember you telling ja, me er hat einfach nur Angst, dass es genau das gleiche passiert wie mit seiner Frau damals. Ja, ich verstehe seine Bedenken. About some of the ja, Angst. Things you did on your motorcycle when you were young. You moron. Think before you talk. And once you're done eating, hurry and... Me? All right. We'll be there soon. Looks like I made the right choice to skip the booze. Adachi, you were the one in charge of that file, right? File? Oh. Did that suspicious guy show up again? Would you keep your mouth shut? We're going back. Get in the car. Back? Jetzt mal wieder ernst. I haven't had my eel liver soup. Irgendwer ist schon vermisst, wetten. Nein, das kann eh ruhig essen, gell? Mach dir keine Sorge. Aber
about this license? Did you decide on this yourself? No one talked you into it. I know it's hard without a way to get around, but two-wheeled vehicles can be dangerous. Do you understand? I'm sure I can trust you to do that. But allowing you to get one is another thing. Don't give me that face. I know you're serious about this. First, you need a license. We can talk about this again when you have one. Na schau, ist aber wenigstens ein Anfang. Es ist mal wenigstens ein Anfang, das ist okay. Es ist definitiv okay. Yo, it's me. How did it go with your uncle? I've been on the edge of my seat thinking about it. Was für ein Zufall, dass er plötzlich anruft. Seriously? Then let's go get ours as soon as we can. I gotta hit the books. Let's make sure we both pass together. Und wie? Und wenn ich sogar schummeln muss. Das ist scheißegal. Und diesmal höre ich nicht auf der Master. Kein Murren. Ui. Puh. Ja, sollten wir. Sollten wir definitiv. Kriege wenigstens noch ein paar Informationen, Brudi. Ich hab selbst nicht einmal einen Führerschein. Digga. Das kann man sehen, Alter. Das kann man sehen. Ich hätte mir gedacht gehabt, dass im Channel irgendwas laufen wird. Heute Nacht. Mit den Kindern spielen, das sehe ich ja. Hast du so eine Ankuschelaktion nicht vergessen? Digga, es kommt aber auch ein bisschen ganz, ganz falsch rüber. Ja, du musst einer scheißen. Oh, die immer die Flitzen. Aber heute ist Donnerstag. Heute will ich Kiko-Tag. Aha. Okay. Ich hab mir gedacht, ich muss selbst noch mal ein bisschen mitdenken. Oh. We passed on the first try. Oh. Just like we planned. Oh. Okay. Actually, it was pretty easy. I might have studied a little too hard. Ja, ist glaube ich auch gezwungenermaßen für die Story halt relativ wichtig. Na, ist eh klar, na sicher, aber dennoch. Ich hätte es aber trotzdem geil gefunden, wenn man auch ein bisschen hätte mitdenken müssen. Und das wäre schon ein Hit. Schau, wer bestanden hat. Hi, are you on duty? We just stopped by to get gas and, well, to take care of some minor business. Oh, where did you guys go? Already. I know it's just a written test to get a scooter license, but still, I wasn't expecting you to pass so soon. Oh well. It's completely before that. A way to convince my sister. I can't say no now that you've gotten your license. Yes. Geht ja eher ein bisschen weich geklopft in Avra, wie ein Schnitzerle. Well, see you tomorrow. Na, wie schaut's noch aus? Das ist ein bisschen Taschengeld für den Roller, gell? Hey, Adachi. I just finished filling it up. Das ist so klar. This is my scooter. I had it fixed at the shop. Maybe old, but it runs pretty well. Ihr die ganze Zeit jedes Mal gemeinsam und kuschelt, oder wie?
Okay. I came to put gas in it, but I wasn't expecting to hand it over today, too. I'm letting you have it. Make sure you take good care of it. That's so loud. You're always so strict at the station, but you're a cool dad inside, huh? Shut up, Adachi. You always yell at me. Still, I wish we had a sleek means of transportation like that. Who knows when that suspicious guy will show up again? Hasn't he been using professional quality cameras to take pictures of people's houses from the Amagi Inn to around here? Looks like he knows the back streets, too. So a car won't be. Will you stop blabbering like that? Go back to the car. Okay, da hat er jetzt schon sehr, sehr wichtige Informationen ausgeplaudert. Ganz, ganz wichtige. Well, anyway, I was around your age when I got my license, too. I took the test behind my parents' back. When my dad caught me riding a scooter later on, he gave me a good thrashing. Don't tell Mama. Fast erschlagen in Arme. Since I've already given the okay, I won't bug you about traffic laws. Just be safe when you're right. You do that, and I'll look the other way if you decide to ride it out of town. Can you promise me? Good. I'll hold you to that. Aww. Irgendwie lieb. Irgendwie voll lieb. Okay. Würde mich jetzt aber interessieren, was für Orte. Ah, du fühlst schon wieder Mut. Ja, Bernhard, Bernhard. Wir will gerne so eine kleine Runde fahren, das ist sicher. Gleich Unfall. Aha. Mut. Mut. Ja, Mut. Sehr gut. You're back. Ich glaube, das kann ich auch wieder immer nur dann machen nach der Schule. Ui, jetzt kann es wieder wichtig werden. Schauen wir es sich einmal an, schauen wir es sich einmal an, hätte ich gesagt gehabt. Mal abwarten. Herzi, herzi. na gut, ich hätte gesagt gehabt, dann tun wir mal lernen für die Abschlussprüfung dann nächstes Monat. Wäre wichtig. Weil außer geht die auf mich nicht. Dementsprechend umso besser. Wissen muss eh erhöht werden. Passt. Jetzt muss ich nochmal schauen, welches Wochenende ist denn das mit dem Zötten? Ich glaube nächstes Wochenende, gell? Yo, Digga, was geht? Wenn die mich schon so anspricht. Gerade, dass sie nicht den Kokosnusskopf-Haarschnitt hat. Hätte mir jetzt erst gerade auf. Noch 30 Stunden Spielzeit. Denken bereitet mir Kopfschmerzen. Ja, oh, muss schon wieder einer schätzen. Die flitzen, die Alte. Mal wieder eine Spritztour. Mal wieder. Er will schon wieder nur eine Spritze machen.
Oh, geil, der Spruch ist auch nicht schlecht. Der Mund sagt was ganz anderes. Hey. Ah, du willst unbedingt die. Ah, du willst unbedingt der Hennig, hä? I see. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie ja, irgendwie na, so als Abschlusstraining. Aber wir sind relativ gut benannt. Okay, außer er ist komplett für den Arsch. Ah, Mazio. Zionga sogar. Okay. Der ist gar nicht mehr so schlecht. Du meinst, dass wir reingemisst haben, wir sind eh schon auf 36. Ich hätte sogar fast gesagt gehabt, dass wir da mit einer Roller eher so ein bisschen spazieren gehen sollten. Damit wir ein bisschen Mut sammeln. Wäre mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen wichtiger. Weil jedes Mal habe ich so das Gefühl, ich kann wieder das nicht erledigen, das nicht, weil mal wieder Mut fehlt. Und das pisst mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Und ich glaube, dass aber auch, wenn wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind, dass wir da auch ein bisschen mehr neue verschiedene Orte oder beziehungsweise andere Bindungen, neue Bindungen aufbauen könnten oder irgendwas in der Richtung. Aber weißt was? Ich will nur ganz kurz beim Schrein vorbeischauen. Beim Schrein will ich einmal ganz kurz vorbeischauen. Ob mir der Fuchs irgendwie einen neuen Auftrag erteilt oder irgendwas in der Richtung. Wäre echter Hit. Beziehungsweise an Regentagen kann ich da eigentlich auch Mut sammeln. Na, da fahre ich lieber mit dem Moped. Ja, definitiv. Da fahre ich viel lieber mit dem Moped. Wieder der Fuchs. Ah, Wahnsinn. Und wieder ein Auftritt, der Avra. Oder wieder ein Auftritt. Let's go. Heißhunger auf Snacks. Und wie wir sich erst freuen. Zeit. Ah, okay, passt, Gott sei Dank. Zeit verschwindet nicht. Passt. Wichtig und richtig. Du hast schon recht mit rein da. Ich habe es eh auch schon vorher gelesen gehabt. Aber mir wäre das ehrlich gesagt wirklich wichtiger, dass wir ein bisschen Mut sammeln, weil. Es ist schon ein bisschen. Also, es tut mir schon ein bisschen weh und es ist auch ein bisschen zart. Wenn ich jedes Mal auf ein neues Mal wieder ein Gespräch anfangen möchte und er hat nicht genug Mut. Und das tut mir weh in meinen Augen. Dementsprechend lieber mal wieder eine Runde fahren. Ich weiß zwar nicht, ob du da fahren darfst, aber okay. Beim Fluss. Wer weiß, ob man nicht vielleicht sogar neue Leute kennenlernen können. Das wär's. Das geht's mal. Vielleicht lerne ich dadurch irgendeine wichtige Person kennen und habe vielleicht sogar die ein oder andere Bindung mal wieder am Start. Wäre cool, wäre extrem cool. Na, da haben wir nicht die genug irgendwie Stärke, gell? Achso, doch. Aha. Okay, komischerweise hat das dann letztes Mal nicht angenommen. Okay, passt. Ja, okay. Let's go. Ja, einfach nur mal ein bisschen Bindung eingehen, gell? Ja, einfach nur einen schönen Abend.